So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Case. Ja, es regnet. Und das sieht einfach nur geil aus mit dem Shader. Ich habe jetzt mal geguckt, ob ich hier die Minimap hinbekomme. Tue ich aber nicht. Ich bin zu blöd. Nein, das. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die ist einfach viel zu nah dran, wie ihr seht. Vielleicht gibt es irgendeine Tastenkombination, wo das werde ich mir irgendwann mal aufs Spiel in Ruhe angucken. Jetzt nicht auf die Schnelle. So, und ich werde jetzt dahinter gehen und mal anfangen, mein Haus zu bauen. Ja, ich werde das jetzt so schnell wie möglich machen. Einfach, weil es schnell geht. Hahaha. Ja. Wie gesagt, einfach etwas weiter weg hier. Um eben. Oh, hier, diese Wiese ist doch schön, oder? Wenn ich hier ein bisschen Erde reinklatscht, dann könnte das echt schön werden. Ja. Wenn ich hier lieblos Erde reinhaue, dann das kannst schon. So. Und sogar ein paar Tiere haben wir hier rum, was wir ja auch immer wieder für Witchery brauchen, weil das ja naturbezogen ist, sag ich mal. Also, man braucht auch Bäume für Altare und so. Und der Rest gefällt mir hier eigentlich sehr gut. Muss man sagen. Kann ich echt nichts dagegen sagen. Ist eigentlich sehr gut hier. Der Platz. Gott, ist das wenig Erde. Ich brauche eine Schaufel. Ich werde jetzt erstmal meine Crafting Station aufstellen und dann mal gucken. Vielleicht gehe ich ja doch nicht hier hin. Ich bin gerade am Überlegen. Nein, das ist noch zu nah. Das ist noch zu nah. Ich muss mich mehr zurückziehen, sag ich mal. Irgendwo in den Tiefen des Waldes mich verkriechen. Eher so am Waldrand, aber das ist ja auch. Du bist jetzt der Waldrand. Das ändert sich ja noch. So, wie ihr hört, wir haben auch jedes Mal so ein Pling, wenn jemand was im Chat schreibt. Das ist jetzt relativ häufig, weil eben noch ja ganz viel geklärt werden muss, denke ich, und so. Hier will wir uns ausbauen. Ja, deswegen ist das jetzt auch relativ oft. Das wird sich dann mit der Zeit legen. Also wenn das jetzt irgendjemand nervt, dann ja, muss man sich jetzt damit abfinden. Aber ich denke, ja, wenn ich dann morgen aufnehme, dann dürfte das da keine Probleme mehr geben. Oder eben allgemein irgendwann anders, weil dann nicht mehr so viele Leute online sind. So, warum geht das hier nicht weg? Ach da. So. Ja, ich werde mein Haus komplett aus Carpenters Blocks bauen, um dann eben ja, das Ganze sehr variabel zu halten. So. Zapplings pflanze ich hier gleich alle an. Und den Busch, den ich vorhin mitgenommen habe, stelle ich auch gleich auf. Oh, ich dachte, das wäre der letzte. Ich weiß nicht warum. Das war einfach so ein Gedanke. Haben wir gleich noch einen Busch und dann war ich den anderen hier auch mit hin. Wo ist er denn? Hier. Der Raspberry Busch. Der kommt hier hin. So. Und dann, wo ist denn meine Crafting Station? Da ist die Crafting Station. Ach, das muss da noch weg. Da brauche ich aber eine Steinschaufel oder Eisenschaufel, ich weiß nicht. Wenn hier das Haus kommt, auf diese Fläche, hier so, kann ich das erweitern, indem ich das im Berg reinbaue. Das ist gut und ich kann es auch erweitern, indem ich es weiter im Wald reinbaue. Das ist beides sehr gut. Alles gut. Ja, die hören jetzt erst mit dem Part auf. Ich mache etwas kürzere Parts, das heißt, ich werde den Part noch zu Ende machen. Ja, der geht noch etwas. Ich habe vergessen, die Stoppuhr zu stoppen, aber ich weiß so ungefähr, ich sag mal so wenigstens 5 Minuten, das heißt, wir haben jetzt ungefähr 4. Das heißt, es wird alles noch kurz dauern. Aber ich denke, das werden die schon überleben. Und für euch ist es natürlich schön, wenn ihr ein bisschen längere Parts habt. Oder halt, wenn ihr überhaupt Parts habt, weil ich dann eben hochlade. Weil ich genug auf Lager habe und so, ne? Ist klar. Was ist das denn? Oh. Das hier einmal. Zack. Das hatten schon einige von den Blöcken gebracht. Oh, und es wird schon wieder Nacht, dann werde ich jetzt hier irgendwo erstmal. Hier, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach so einen kleinen Unterschlupf bauen. Und man sieht auch, die Kampfwolke ist sehr praktisch. Man kann die ganz leicht wieder abbauen, einfach mit der Hand. Das wusste ich natürlich schon vorher. Ja, die Folge ist aber lange noch nicht zu Ende. Das ist echt ärgerlich. Und ich werde jetzt auch nicht beenden, weil dann habe ich wieder ganz viele Schnipsel und dann muss ich alles extra nachgucken und so. Das heißt, wir werden eine Schaufel basteln. Und das
Gravel da wegtun. So, vielleicht hört ihr jetzt gleich die Musik, wenn ich angeschrieben werde. Das merkt man schon. So, außerdem habe ich ein 32er Texture-Pack drin. Das liegt daran, dass mein Minecraft zurzeit keinen Bock auf 128er hat und ich gehe einfach mal auf Nummer sicher. Nie, dass mir dann trotzdem das Spiel die ganze Zeit abspielt, wenn ich eben ein 64er drin habe. So. Gut, dann hier. Noch kurz den Baum fällen. Und hier so ein bisschen. Das werde ich dann im Nachhinein natürlich wieder alles anpflanzen. Wie gesagt, damit etwas. Ja, ich versuche mal mystisch aussehen zu lassen. Aber ob das auch so hinhaut, weiß ich noch nicht. Oh, eine blaue Blume. Das ist natürlich gut. Ich versuche halt, ja, das Beste und dann auch mit magischen Bäumen. Ich denke, das wird ganz schön. Und eben wenn hier auch dann auf dem Berg noch, ja, Redwood steht. Die großen Bäume. Damit eben die Illusion entsteht, ich bin halt hier noch von dem Wald umgeben. Oder bin irgendwo tief im Wald. Dann kann ich das ja noch weit da ausbauen. Ja, das wird alles wahrscheinlich relativ spontan entschieden. So, brauche ich schon Essen. Eigentlich gut, dass keine Monster hier sind, ja. Also ich habe irgendwie keine Probleme mit Monstern. Also gar nicht. Seht ihr ja. Hier ist einfach gar nichts. Nix. Überhaupt nicht. Wir sind bei 6 Minuten. Ja, ein bisschen geht's noch. Ich will die Folgen auch nicht zu kurz machen, ja. Ich kenne das, wenn ich selber einen YouTuber gucke. Und der macht dann die Folgen zu kurz. Das ist hammermäßig nervig, aber. Ja, sonst bringen die mich um, ja. Also entweder eine kurze Folge oder gar keine Folgen mehr. Nein, natürlich nicht. Gut. Was gibt es denn sonst noch so, was ich hier machen könnte? Weil ich möchte jetzt noch nicht mit dem Hausbau anfangen. Das möchte ich dann erst gleich machen. In der nächsten Folge eben. Damit ich dann noch eben die ganze Folge zur Verfügung habe, dann vielleicht auch ein bisschen längere mache. Mal gucken. Das steht alles noch in den Sternen, sage ich mal. Ja. Ihr werdet übrigens das Projekt auch nicht gleich ab morgen sehen. Dazu heute ist Dienstag, der 16.09. Oh, erster Schultag, kotzkündig. Ja, und ihr werdet dann das nicht gleich ab morgen sehen, also ab den 17. Das liegt daran, dass ich zurzeit selber mit SMP noch nicht mal zurechtkomme und dann kommt ein zweites Projekt ganz schlecht. Ja, ich werde einfach jetzt mal. Hui, das sieht krass aus. Ich werde jetzt einfach warten, bis ich SMP in den Griff bekomme, damit da auch immer Videos kommen und wenn ich das geschafft habe, dann wird dieses Projekt kommen. Ich denke, das dürfte eigentlich gar nicht mehr so lange dauern, da ich die Zeit, die ich mit der Schule habe, definitiv unterschätzt habe. Nee. Doch, unterschätzt habe. Ich habe viel mehr Zeit, als ich dachte. Also dürfte das alles hinhauen. Ich habe teilweise sogar mehr Zeit in den Ferien, weil ich nicht mehr. Ja, weil eigentlich der große Zeitfresser ist, sag ich mal, ist, wenn man am Nachmittag was hat und dann. Ja, habe ich das. In den Schulen mit den Ferien, also. In der Schulzeit mit den Ferien, also. Da wird es dann wahrscheinlich nicht so viel ändern. Ich habe halt nur nicht mehr die Möglichkeit, früh aufzunehmen. Aber ich denke, das sollte zu verkraften sein. Gott, wie nah ist das denn? Das ist ja unglaublich. Das ist noch ein XP-Point. Ja, ich werde. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier machen werde. Gott, das ist unglaublich, der ist mein Monat, der die ganze Zeit reinkommt. Das Lustige ist ja, es hat sich angewöhnt zu klopfen, ja. Und es ist egal, was man sagt, die kommt trotzdem rein und fängt gleich an zu labern. Hm? Und wenn sie klopft, dann habe ich es auch schon oft genug überlegt, dass das so laut ist, damit die genauso gleich quer durch die Nachbarschaft holen könnte und es auch gleich auskommen. Was ist das denn? Scrub. Kann ich abbauen. So, ich werde hier mal ein bisschen das Gras auch abbauen, damit ich vielleicht noch ein paar Seeds bekomme, wo ich dann gleich ein kleines Feld anlegen kann. Wie gesagt, ich möchte nach Möglichkeit ziemlich selbstständig werden, nicht auf die anderen angewiesen. Ich werde das jetzt natürlich nicht so groß ausbauen, wie dann das, ja, im Endeffekt von den anderen ausgebaut wird, dass jetzt die Farmer sind, dann werden die natürlich eine riesen Farm machen. Ich werde das alles sehr, ja, ich sag mal, klein und bewahrt halten, also ich werde das anbauen, was ich brauche und, ja, mehr auch nicht. Eben alles, ja, bisschen kleiner, bisschen kleiner halt, ne? Ist klar. So, was habe ich denn? Oh, ich habe sogar schon Mandrake Seeds. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Und Hühner hier gleich für Eier. Also, ich denke mal, das dürfte dann gar nicht so lange dauern, bis wir die. Wie heißt es? Bis wir die Mutantes bekommen. Bis wir das Mutantes bekommen. Der, die das Mutantes. Ich habe gar keine Ahnung. Ich brauche mal eine Kiste. Eine Kiste. Gut, dann mache ich immer das ganze Zeug, was ich jetzt gar nicht brauche.
Bambus kann ich anpflanzen. Ich hab schon wieder kein Essen mehr. Ja, ich sehe, das wird Rückfall. Zeigt, damit ich wieder mal selber was anbaue. Ich habe hier nur ein paar. So eine kleine Stelle, wo ein bisschen mehr wächst. So zwei Stellen so nebeneinander, wo ein bisschen mehr wächst. Jo, das passt. Das kommt mir auch so vor, als wenn es. Ja, nee, nicht hier. Als wenn es, ja, so auch von der Natur gemacht worden ist, vom World Generator. So, ja, dann ist die Folge auch jetzt zu Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, dann lasst doch einen Daumen da oder auch einen Kommentar. Und ja, bis dann und tschö.